Wollen wir kurz 10 Minuten warten? Ich hoffe, das zählt. Wartet mal, ich guck noch mal in die Trophäenliste. Oder ob ich dabei irgendwas noch beachten muss. Aber ich glaube, es muss einfach nur 10 Minuten Spannungsstufe. Oh, ich muss mehr Wurfmesser nutzen. Bleibe 10 Minuten lang auf dem höchsten Bekanntheitsgrad. Da steht jetzt nicht dabei, dass ich da irgendwo hingehen muss. Ich finde das hier gerade ganz schön, Chat. Nee. Also da unten rechts hast du jetzt ja quasi so 3 Punkte. Wenn die Punkte erreicht sind, kann nur ich was dagegen tun, dass das abnimmt. Jetzt zum Beispiel, also sobald du den ersten Bekanntheitsgrad erreicht hast, also dieses Auge da links. Ruh deine Flügel aus. Erscheinen in der Stadt dann so Steckbriefe von dir, so hier gesucht und oh. Und die muss ich dann abreißen und dann nimmt mein Bekanntheitsgrad wieder ab. Jetzt ist das Problem, jetzt bin ich auf dem höchsten Bekanntheitsgrad. Das heißt, egal wo ich lang gehe, jede Wache wird mich angreifen. Ich muss es dann trotzdem tun. Also ich muss dann trotzdem in die Stadt, um, wie jetzt dort links nämlich steht, entweder die Steckbriefe von der Wand zu reißen oder so einen Munadi mit solchen Münzen zu bestechen. Aber das Problem ist, die eine Münze, die ich hatte, um einen Munadi zu bestechen, habe ich gerade dem Aufständischen gegeben. Ja. Hallo Teron, schönen guten Samstag, schönen guten Mittag wünsche ich dir. Das ist ja dann super einfach. Na, ich hoffe, das funktioniert so. Wir müssen einfach mal. Jetzt haben wir es. Okay, angefangen hat es 12:23 Uhr, sagen wir jetzt einfach mal. Chat, was habt ihr heute noch so vor? Ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert, wenn ich jetzt hier einfach 10 Minuten quasi nichts mache. Hier sind keine Wachen. Kann ja mal ganz langsam ein bisschen rumlaufen. Da tue ich wenigstens was. Darf nur nicht den Wachen über den Weg laufen. Nee, der wird mir schwindlig. Wenn wir ihn töten, dann bekommen wir sie doch wieder, oder? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, Nico. Weil ich weiß auch nicht, ob er noch lebt. Er hat sich ja für uns in den Kampf geworfen. Aber ich weiß nicht, guck mal, da unten rechts, der Punkt, der blinkt. Geht das? Aber das geht doch nicht von alleine weg. Mal gucken. Was ich mache, Wohnung aufräumen, Küche sauber machen, Weltherrschaft an mich reißen, die üblichen Dinge halt. Ah, okay, ich verstehe, ja. Ich muss dann auch noch kurz an meiner Karriere arbeiten. Muss dann noch ein paar Truppen verschieben, damit die Weltherrschaft bald mein ist. Tatsächlich bin ich froh, dass ich Haushalt heute früh erledigt habe. Deswegen kann ich gerade relativ entspannt hier ein bisschen streamen. Aber wenn ich im Hinterkopf habe, ich muss noch so viel machen in meiner Wohnung, dann stresst mich das. Und dann kann ich nicht entspannt streamen oder generell halt irgendwas spielen. Da bin ich dann immer so. Ja. Mein Kopf gibt dann keine Ruhe, bis ich aufgeräumt habe. Weltherrschaft, das ist gefährlich, das vor Tina zu sagen. Bei ihr ist schon wieder jemand aus Versehen gestorben. Ja, das war ein Unfall.
Und ich möchte noch mal betonen, das war nicht ich, sondern das war meine Freundin. Die hat einfach aus Versehen dem Kalifen ein Messer in den Hals gesteckt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich hätte das diplomatisch geklärt. Ich hätte einfach mit ihm gesprochen und er hat gesagt: "Hey, du, Herr Kalif, darf ich das mal ausborgen? Ich bringe das auch wieder. Ich verspreche das." Ja, Sadiki. Wirklich, ich hatte gute Absichten. Ich wollte das alles nicht. Du, ich meine, wir haben jetzt schon. Also, wenn wir ab 12:23 Uhr zählen, haben wir jetzt schon 5 Minuten geschafft. Sagst du, und dann funktioniert das nicht, weil irgendeine Bedingung an diese Trophäe geknüpft ist, die aber nirgendwo dasteht. Und dann muss ich mich irgendwie in die Stadt wagen, um Steckbriefe abzureißen, damit ich neue Elixiere kaufen kann. Luftröhrenschnitt, er war versteckt. Genau, der hat sich verschluckt. Der war so aufgeregt und dann hat er sich an seinem Zahnersatz verschluckt. Wir wollten, also, wie gesagt, ich war es ja nicht, es war meine Freundin. Sie wollte ihm nur helfen. Ist klar, wenn Terror nicht mehr in den Chat kommt, dann gab es da wohl auch einen Unfall. Ich muss schon sagen, du bist schon dafür für dein eigenes Leben verantwortlich. Du musst schon auf dein eigenes Leben ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt das nicht für andere übernehmen. Bisschen blöd gestolpert, kann passieren. Ja, Theron, pass auf, dass du beim Einkaufen nicht stolperst. Also im Haushalt und im Straßenverkehr passieren die meisten Unfälle. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das ist einfach so. Schwund gibt's immer. So kann man es halt auch sehen. So, ich meine, es gibt doch sonst Überbevölkerung. Das geht halt auch nicht. Dann haben wir nicht mehr genug Essen und Trinken für uns, die noch leben. Es muss ja alles reguliert werden. Und ich muss sagen, so ein Kalif, mehr oder weniger, das tut das schon zur Sache. So, wir haben jetzt schon 7 Minuten, wenn ich richtig gezählt habe. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob diese 10 Minuten am Stück sein müssen. Oder ob man die einfach hätte übers Spiel aufsplitten können, weil ich befürchte, das ist nicht das letzte Mal, dass ich den höchsten Bekanntheitsgrad habe. Weil mit Schleichen funktioniert ja nicht so, wie wir gesehen haben. Hast du Angst, wenn ich falle, dass Tina mit einem Messer in der Hand mich fängt? Aber ich wollte dich auffangen, Theron. Weißt, man kann auch immer in allem was Negatives sehen. Wahrscheinlich am Stück. Ja, also wir gucken mal, ob dann in den nächsten Minuten irgendeine Trophy aufploppt. Ich finde es aber sehr angenehm mit dem Fröschchen im Hintergrund. Blätterrauschen. Schön. Bisschen Urlaub. Yay, ich glaube, es hat gezählt. Easy. Ist überhaupt nicht ercheatet gewesen oder so jetzt. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Das Trophy-Fenster überhaupt im Chat? Aber ich habe gerade die Trophäe bekommen für bleibe 10 Minuten lang auf dem höchsten Bekanntheitsgrad. Ich weiß aber nicht, ob man das sieht im Stream. Weil das ja eigentlich nicht zum Spiel gehört. Nur dass das Spiel halt gerade. Also.
Okay, hat funktioniert. Dann können wir uns jetzt in die Stadt wagen, ohne zu sterben. Ich habe nichts gesehen. Okay, dann seht ihr das im Stream nicht, weil es ja quasi nur das Overlay ist. Aber hat funktioniert, Chat. Wir haben die Trophy uns hart erarbeitet. Weiß nur nicht so richtig. Also es heißt, die Menschen haben jetzt quasi auch Angst vor mir. Eventuell. Weiß jetzt nur nicht so richtig, wie wir hier wieder reinkommen wollen in die Stadt, ohne direkt am Tor getötet zu werden von den Wachen. Weil ich wette, da sind Wachen. Oder? Ja, da sind Wachen. Da ist eine Wache. Da ist eine Wache. Chat, wie kommt man jetzt hier wieder rein? Um die Steckbriefe von den Wänden zu entfernen? Hat sich da schon mal jemand Gedanken gemacht? Ja, das war der Bot. Aber ich kann es jetzt auch dementsprechend gerade nicht lesen, was du geschrieben hast. Schreib gern nochmal, Theron. Weil ich bin jetzt gerade nur am Tablet. Am PC würde ich es, glaube ich, trotzdem sehen, die Nachricht, aber hier am Tablet nicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder rein, Chat? Darüber habe ich mir jetzt nicht so Gedanken gemacht. Ich muss doch die Steckbriefe entfernen. Hier können wir was essen. Ein bisschen heilen. Da ist er! Wachen! Er ist hier! Nein! Ich bin nicht hier! Der hat mich verraten, Chat. Woher wissen die jetzt eigentlich alle, wie ich aussehe? Haben die hier so. Ach so, ich bin doof. Es hängen ja Steckbriefe in der Stadt. Aber hier kommen wir nicht hoch. Hier könnten wir vielleicht hochkommen. Ja. Jetzt nichts zur Sache, ne? Gesucht werden wir eh schon. Da in 21 Metern ist ein Steckbrief von uns. Am besten bleibe ich im Schatten. Okay, einer ist schon mal weg. Sehe ich die Steckbriefe auf. Natürlich sehe ich Steckbriefe nicht auf der Karte. Das wäre ja auch zu einfach, ne? Ja, ich habe Angst vor. Okay, das kann ruhig getimeoutet bleiben. Ach, lass hängen, ein bisschen Action schadet nicht. Nee, du. Ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich gesucht werde. Vielleicht reicht auch deine Klinge zum Bestechen. Ich weiß gar nicht, ob man die NPCs abstechen kann. Wäre doch voll nicht auf, wenn da jemand geduckt durch die Stadt schlägt. Nö, das ist. Also, ich weiß nicht, wo du wohnst, Julia, aber bei uns ist das hier Standard. Ich gehe auch immer geduckt durch die Stadt. Okay.
Okay, wir müssen, glaube ich, nur in die Nähe von einem Steckbrief kommen, dann wird er uns oben im Kompass angezeigt. Lolilo, ich hab dolle Rücken. Ich kann leider gerade nicht aufrecht laufen. Ich hoffe, das stört sie nicht, liebe Mitmenschen. Aber wir haben ja schon mal einen Status runter. Oh, hier. Hey, das ist er! Holt die Stadtwache! Hey! Ergreift ihn! Stopp! Die... Ich hab dir nichts getan, der jungen Dame. Was, 18 Meter? Sechs Meter. Schlecht getroffen. Okay. Nur noch ein Steckbrief. Das ist der Monadi. Da müssen wir nicht hin. Ich habe keine Münze, um ihn zu bestechen. Lolilo. Ich hab keinen Rücken mehr. Da, 40 Meter. Wir suchen also, ich habe lang genug gewartet. Oh, Posterboy, ich habe eine Trophy bekommen. Werde mit maximalem Bekanntheitsgrad wieder anonym, indem du Steckbriefe abreißt. Guckt mal, da haben wir jetzt schon zwei Trophies. Nur weil ich gesucht wurde. So. Haben jetzt alle wieder vergessen, dass ich mal gesucht wurde. Ja, in Teil 1. Ich glaube, du kannst hier rein theoretisch. Naja, obwohl, mit der Klinge ist das ja dann quasi ein Attentat. Hier kann ich nur Wachen eliminieren. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich mit dem Schwert draufschlagen. Ich habe gestern auf dem Weg zur Packstation auch so einen Typen gesehen. Hockt er sich plötzlich breitbeinig hin, so als müsste er. Hockt er kurz und steht dann wieder auf und geht weiter. Hatte der noch eine Hose an? Vielleicht hat er sich halt wirklich deswegen hingehockt oder so. Ich weiß es nicht. Oh, Seifenkocherbezirk. Wartet mal. Ich habe ein Rätsel, da geht es um Seifenkocherbezirk. Ich kann ein Schwert verbessern. Wartet, Rätsel, hier. Finde, was ich stahl. Die Wachen kommen immer näher, also muss ich dies schnell schreiben. Ich habe bekommen, was ich wollte, genau wie ich sagte. Doch nun ist meine Zeit um. Räche mich und finde, wofür ich mein Leben riskiert habe. Suche bei den Seifenkochern und halte aus der Höhe nach bunten Stoffen Ausschau. Erinnere dich meines Mutes wegen an mich, nicht meines Schicksals wegen. Ich wünsche dir Glück. Wir sind bei den Seifenkochern. Wir sollen nach bunten Stoffen Ausschau halten. Geh auf Erkundungsflug. Denn da sind bunte Stoffe. Ich weiß jetzt auch nicht. Was ist das hier? Was genau. Also, bunte Stoffe. Jetzt gebimmelt. Also, tatsächlich. Weiß ich jetzt auch nicht, wie groß das Gebiet ist. Diese Seifenkocher. Teil 1 konnte man das, glaube ich, auch mit der versteckten Klinge, ja. Also die Attentate machst du ja quasi auch mit der versteckten Klinge. Also wenn ich immer irgendwo eliminieren drücke, greift er ja auch also von hinten an und macht das ja auch mit seiner Klinge. Aber ich wollte dich doch finden. Auf die restliche Packung Steckbriefe weg. Ist, glaube ich, besser, wenn du mich nicht findest, Theron.
Du weißt, bei mir stolpern aus Versehen Menschen. Stoll.